alter Stall. Da kommen die Amjas! Ey, Bullen! Servus Leute, der Lappen grüßt euch damit. Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Yo! Heute gibt's mal wieder eine kleine Runde Lappenhast, meine Freunde. Habe ich schon länger nicht mehr gebracht und ich dachte, so ein bisschen Real-Life-Shit kann auch mal wieder sein. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, mache ich momentan eine Ausbildung. Und da wollte ich mal mit euch so ein paar Sachen teilen und euch ein paar Sachen empfehlen, vor allem, die für eure Ausbildungsauswahl sehr wichtig sein könnte, ja? Also, wenn ihr am Überlegen seid, eine Ausbildung zu machen, ja, dann gönnt euch die Scheiße hier und vielleicht könnt ihr die eine oder andere Sache mitnehmen. So ein bisschen was kann ich euch, denke ich mal, schon sagen jetzt mittlerweile. Ja. Wie habe ich meine Ausbildung gewählt? Ganz einfach auf dem falschen Weg. Mein Vater hat mir immer wieder gesagt, Junge, geh raus und mach Praktikas, Junge, hat er gesagt. Und ich dachte mir, Vater, was laberst du? Was willst du von mir? So, ja, habe ich natürlich nicht laut gesagt, weil sonst... Bats, ja, ihr wisst Bescheid. Aber ihr kennt es bestimmt auch, ja, euer Vater, eure Mutter sagen, hier raus, los, Praktika, schau dir die Welt an, schau, was es gibt, schau, was du machst, ja. Und du denkst immer so, halt's Maul, halt, was, warum? Hab keinen Bock drauf, gib mir irgendeine Ausbildung, ich mach die Scheiße. So, falsch, meine Freunde. So habe ich es nämlich auch gemacht. Ich habe da einen Tag Praktikum gemacht, ich glaube, es waren 3 Stunden oder so. Zack, unterschrieben den Vertrag. Dann hatte ich erstmal wieder, keine Ahnung, ich glaube 4-5 Monate Ruhe, weil dann ging es erst los, ja. Und in der Zeit habe ich mich natürlich mit allem anderen beschäftigt, außer mit dieser Ausbildung, ja, meine Freunde. Und das ist eindeutig der falsche Weg, wie ich jetzt gemerkt habe. Wenn ich jetzt zurückgehen könnte, würde ich auf jeden Fall mir mehr anschauen, ja. Erstmal mehr erkundigen, was gibt es. Und dann auf jeden Fall Praktikas machen, ja. Natürlich nur in dem Bereich, jetzt nicht überall ein Praktikum. Ja, ich habe mal einen Stift aufgehoben. Ich mache jetzt in der Stiftfabrik ein Praktikum. Natürlich nicht. Aber ihr habt Bock, keine Ahnung, was weiß ich. Ihr habt Bock, nehmen wir es mal als Vergleich Bankkaufmann. Ich habe einen Kollegen, der macht Bankkaufmann. Ich mache Mechatroniker. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Riesenunterschied das ist? Und im Nachhinein hätte ich gesagt, Digga, hast du Bock zu arbeiten? Nee, hast du nicht. Hast du absolut nicht, du hast keinen Bock, irgendwas zu schaffen. Aber wenn du schon was schaffen musst, ja, dann such dir was raus, was dich ein bisschen interessiert und was vor allem, wo die Arbeitsbedingungen um dich herum angenehmer sind, ja. Du musst nicht in der Werkstatt stehen und irgendeine Scheiße aufknöppeln und unter irgendeinem verfickten Auto stehen, ja, und irgendeine Kacke drehen und wenden, ja, musst du nicht. Wenn du dich früher darum kümmerst, kannst du auch am Bankschalter stehen, ja? Das Cash an die Leute austeilen, ja? Cash-Mash an die Leute, meine Freunde. Und einen schönen Anzug tragen, ja? Dann hast du da unter der Woche mal Blockunterricht, Schule, immer um 1 aus, ja? Und kannst einfach deine Eier so hart baumeln lassen, ja? Das ist eine richtig chillige Ausbildung. Also so in der Variante, wie er es jetzt hat, ja? Du kannst aber auch, so wie ich, jeden Tag 8 Stunden schaffen gehen, ja? Und Schule auch 8 Stunden, so. Und dir total die Knie ficken, deine Gelenke ficken, deinen Rücken ficken, deine Hände sind immer schmutzig, total vertrocknen, weil da die ganze Zeit Bremsen reinigen und Öl und irgendeine Scheiße dran klebt, ja? Kannst du auch machen. Hast du da Bock drauf? Denk mal nach, Junge! Hast du da wirklich Bock drauf? Ich denke nicht, mein Freund. Also, wie wär's, wenn ihr jetzt raus in die Welt geht, mit geöffneten Augen, eure Augen weit gespreizt, meine Freunde, und euch ein bisschen erkundigt, ja? Ein bisschen erkundigt. Weil, also ich, für meinen Teil, ja, geh da hin, ja, jeden Morgen geh da hin, mach meine Arbeit, mach's ja auch nicht scheiße, ja, also ich gehe dann zum Schaffen und will dann schon auch was machen, ja, aber im tiefsten inneren Herzen, ja, in meinem, es ist so eklig in der Maske zu ripsen, Mann, wieso mache ich das immer wieder, in meinem tiefsten inneren Herzen, ja, im Herz, würde ich gerne was anderes machen, also ich bin jetzt schon 1,5 Jahre dabei? Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr aufzuhören, so, ja? Also, man kann es im Endeffekt, denke ich mir immer noch, fick, was alle anderen sagen, Alter. Fick, was die Welt sagt, mach dein Ding, ja?
Aber jetzt habe ich halt schon 1,5 Jahre gemacht und es ist auch eine gute Basis so. Ich habe zwar nie wieder Bock, irgendwie groß handwerklich irgendwas zu machen, ja. Aber es ist eine gute Basis, wisst ihr? Ihr müsst einfach mal, überlegt euch doch einfach mal. Ihr dürft nicht nur diese Videos im Internet, ja, diese verfickten Videos im Internet, von wegen Ausbildungs.de und so eine Scheiße und irgendwelche Texte, was ihr ungefähr macht und so, ja. Die wollen euch alle locken. Die wollen euch locken. Die wollen, dass ihr herkommt zu ihnen, ja, und schön nuckelt, Alter, an den Säcken, an den Eiern lutscht, ja, das wollen die von euch. Die wollen, dass ihr ankommt, ja, und wenn sie dann erstmal euch wie eine Spinne in ihrem Netz eingesponnen haben, ja, dann lassen sie euch nicht mehr los, weil dann denkt ihr auch so, jetzt mache ich die Scheiße hier schon ein bisschen, machen wir es halt zu Ende so. Sie haben eine schön billige Arbeitskraft für eine lange Zeit, ja, können dich richtig schön ficken, ja, richtig schön Bart, Alter, mach mal das, mach mal dies, mach mal jenes, halt die Fresse jetzt! Würdest du gern sagen, kannst du nicht, musst du drinnen lassen, musst du runterschlucken, schluckst du mehr runter, sammelt sich. Irgendwann endest du so, hier im Auto, irgendwo auf dem Feld, ja, irgendwelche Ausbildungs.de-Videos, irgendwelche Ich-Mach's-Videos. Ich weiß gerade nicht genau, wie die Dinger heißen, aber ihr wisst doch ganz genau, was ihr, ihr gebt einen Beruf, Ausbildung, Mechatroniker und dann kommen coole Videos mit coolen Autos und sauberen Arbeitsplätzen und was weiß ich, zufriedenen Leuten, zufriedenen Menschen, ja. Ein Scheiß seid ihr! Ja, absoluter Bullshit! Gelaber von vorne bis hinten, ja? Wenn ihr danach geht, könnt ihr jeden Beruf machen. Dann könnt ihr jeden Beruf machen. Aber die Realität, meine Freunde, die Realität sieht komplett anders aus, ja? Das müsst ihr euch mal einfach, ihr müsst euch selber vorstellen und ihr könnt diese Erfahrung, ihr könnt es nicht! Ihr kriegt es nicht hin ohne ein Praktikum! Weil ihr nicht wisst, was auf euch zukommt! Ja, meine Freunde? Meine Freunde! Ich ziehe jetzt mal kurz meine Jacke aus, weil mir jetzt schon richtig heiß ist. So, da sind wir wieder. All black, everything, you know, Skipper! Und deshalb bete ich euch doch einfach. Ich bete nicht. Ich rate euch einfach. Macht Praktikas und sammelt eure eigenen Erfahrungen. Auch wenn ihr keinen Bock drauf habt, auch wenn ihr lieber daheim hockt und Monster Hunter World zockt, auch wenn ihr lieber daheim hockt und irgendwelche Streams anschaut, auch wenn ihr lieber daheim hockt und keinen Bock habt, irgendwas für eure Zukunft zu tun. So ging's mir auch. So geht's mir immer noch. Ja? Es ist so. Da hat keiner Bock drauf. Es ist nun mal so. Du wärst gern lieber reich. Ja, ich spiele auch Lotto aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe zu arbeiten und hoffe, dass ich einfach gewinne, Mann. Und dann können die mich alle so am Arsch lecken, Alter. Dann gibt's einen Mittelfinger für jeden, der mir irgendwas sagt, was ich machen soll. Kannst du mal kurz das Ölfass rausbringen? Halt die Fresse, Junge! Dann gibt's eine Stelle links, eine Stelle rechts, die Kündigung in den Arsch, Alter, und dann können sie mich, Alter! So, wer würde ich gern machen? Kann ich aber nicht. So, jetzt genug von diesem, ja? Deswegen rate ich euch wirklich, macht Praktikas, sammelt eure eigenen Erfahrungen. Es ist wichtig, das, was eure Eltern sagen, stimmt in dieser Hinsicht. Ich kann es euch sagen, ich bin selber erst 22, Leute. Ich habe selber eigentlich noch keinen Plan vom Leben, aber das kann ich euch mitgeben. Das ist einfach nur realer Shit, Mann. Die haben recht, die haben immer recht gehabt. Spaß, Bruder. Ruhig, nimm es nicht ernst. Die haben immer recht gehabt in dieser Hinsicht, ja. In dieser Hinsicht haben sie immer recht gehabt. Ja. Nicht in allem, aber in dieser Hinsicht haben sie leider recht. Da kann ich einfach nichts anderes sagen. Ja, in diesem Sinne. Weitere Folge, Lappen hast. Heute waren die Ausbildungen dran. Mal gucken, was beim nächsten Mal kommt. Wenn ihr Sachen habt, ja, die euer Leben euch richtig reinscheißen, dann gebt mir Bescheid, schreibt es ab in die Kommentare. Und dann gucke ich mal, vielleicht packt mir das genauso ab, dann gibt es die nächste Folge darüber. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid, Mann. Ihr habt doch Ahnung, wie es geht, oder? Und wenn ihr keinen Bock habt mehr, was von dem Shit hier zu verpassen, ja? Wenn ihr dabei sein wollt, bei der ersten Army, ja? Bei der ersten LAPN Army. Dann haut den Abonnier-Button rein, Alter. Klickt ihn, zack, nehmt das Knie. Bam, gebt den Knie, Junge. So, voll, okay. Das war jetzt so nicht geplant, aber, fuck my life. Alles klar, danke dafür. Ja, in diesem Sinne, gebt dem Knie. Und den, wenn ihr Bock habt natürlich, wenn ihr noch ein anderes Knie übrig habt, dann haut den Like-Button auch noch rein. Ihr wisst Bescheid. Teilt das Video. Es ist im Endeffekt, soll es eine Lehre für alle sein, die gerade eine Ausbildung suchen, ja? Eine Lehre für Lehrsuchende, meine Freunde. Meine Freunde, der Lappen verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Haut da raus. Aber